Also, systemisches Fallverstehen. Als Grundlage dient mir ein Buch, was Kollegen und ich vor Jahren schon geschrieben haben, ist in mehrfacher Auflage erschienen. Systemisches Case Management, systemisches Fallmanagement. Das haben wir speziell sozusagen auf die soziale Arbeit bezogen, aber es ist eigentlich ein universelles Konzept, was für alle möglichen Kontexte brauchbar ist. Und das Erste, was wichtig ist, ist zunächst einmal die Definition, was ist überhaupt mit systemisch gemeint? Also systemisch ist inzwischen so ein Eyecatcher-Begriff, der vielfach verwendet wird. Und wenn man dann mal genauer nachfragt, wissen manche Leute nicht, wie sie es definieren sollen, was meint denn überhaupt systemisch? Manche verwechseln das dann auch mit dem Wort systematisch, ja. Aber systemisch ist tatsächlich der Begriff, der was anderes zum Ausdruck bringt als systematisch. Ja, systemisches Verstehen bedeutet, dass wir Einzelaspekte wie etwa menschliches Handeln, Verhalten oder individuelle Probleme in größeren Zusammenhängen betrachten, in größere Zusammenhänge stellen, in sogenannte Kontexte, zum Beispiel eingebettet in biopsychosoziale Bezüge oder man könnte auch sagen in Systemen betrachten. Und systemisches Denken heißt, dass wir eben Verhaltensweisen, zum Beispiel der Protagonisten dieses Falls, betrachten vor dem Hintergrund ihrer systemischen Einbettung. Je stärker wir das machen, je stärker es uns gelingt, solche Einzelaspekte, solche Verhaltensweisen als Beziehungsprozesse, als Teile von systemischen Zusammenhängen zu sehen, desto stärker können wir sozusagen systemisch verstehen. Also man könnte sagen, systemisch ist eigentlich ein Begriff, der Steigerungen angibt. Also je stärker ich etwas in Zusammenhänge stelle, in Zusammenhänge betrachte, desto intensiver kann ich systemisch etwas analysieren, desto systemischer bin ich in dem ganzen Zusammenhang. Und bestenfalls schaffen wir es, unser Denken, Fühlen und Handeln in dieser Weise einzustellen. Das bedeutet dann zum Beispiel auch, dass wir keine Schuldzuschreibungen machen, dass wir vorsichtig sind mit Pathologiezuschreibung, also die Person ist krank oder so, deshalb handelt die so. Nein, also wir schauen, welchen Sinn macht das in größeren Zusammenhängen. So, wie ist das jetzt mit dem systemischen Fallverstehen im Detail? Da möchte ich Ihnen zunächst einmal eine Übersicht hier zeigen. Also wenn wir Fallverstehen betreiben, dann realisieren wir das in der Regel in drei Schritten, ja. Der erste Schritt, den können wir ganz allgemein nennen, die phänomenale Perspektive oder die phänomenale Frage. Wir fragen, was ist eigentlich los? Worum geht es eigentlich? Und wer aus der Medizin kommt oder auch aus der Psychologie, weiß wahrscheinlich, dass man das auch Anamnese nennen kann. Ja? Der klassische Fachbegriff dafür ist die Anamnese. Und im systemischen Fallverstehen, wie ich es Ihnen heute hier präsentiere, differenzieren wir diese Anamnese in zwei Schritten, die ich auch noch genauer ausführen werde. Zum einen erstens in Kontextualisierung und zum zweiten in Problem- und Ressourcenanalyse. Das verstehen wir im systemischen Fallkonzept als Anamnese oder als Beantwortung der phänomenalen Frage. Die zweite Perspektive ist die kausale Perspektive. Da fragen wir nach dem Warum. Wir versuchen, Ursachen zu ergründen, ja, und damit betreiben wir im Prinzip was Diagnostisches. Wir versuchen, Diagnosen in gewisser Weise zu realisieren. Im systemischen Kontext wissen wir, dass wir das immer nur hypothesenhaft machen können. Wir können immer nur Vermutungen anstellen über Gründe, weil die ganzen Beziehungs- und Bedingungsgefüge hinter solchen Falldynamiken sind sehr, sehr komplex. Da stecken ganz viele Variablen drin und uns ist es nicht möglich, alle dieser Variablen einzufangen und in ihren unterschiedlichen Verhalten, also sozusagen Verbindungen tatsächlich zu analysieren. Und letztlich ist es immer auch nur eine Momentaufnahme, die wir anstellen können. Und in dem Zusammenhang sprechen wir deshalb von Hypothesen, von Vermutungen, die dann auch im Konjunktiv anzufertigen sind. Drittens betrachten wir die aktionale Frage, was ist zu tun, ja? Da geht es um die Intervention, man könnte auch sagen um die Therapie, ja, um das ganz konkrete Handeln. Und
Im systemischen Fallverstehen fragen wir uns dann, welche Ziele sollen eigentlich erreicht werden? Was soll erreicht werden? Was wollen die Menschen, die dort miteinander agieren, erreichen? Was wollen wir erreichen, wenn wir Beratung oder Coaching durchführen? Also die Ziele, was? Ja? Und wir fragen uns dann, wie soll es erreicht werden? Ne? Also welche Handlungen sind dafür erforderlich? Und am Ende eines solchen Prozesses steht die Evaluation. Da bewerten wir dann die Ergebnisse und die Ziele, die wir hatten, stellen Ziele und Ergebnisse in einen Zusammenhang und auch Aufwand und Nutzen in einen Zusammenhang, ja, und machen eine entsprechende Auswertung. Das sind erstmal sozusagen die grundsätzlichen Dimensionen und Schritte dieses systemischen Konzeptes. Gut, was heißt das jetzt im Detail? Hier nochmal eine Übersicht dazu. Ich habe das hier mal genannt, ein rhizomatisches Vorgehen, denn Sie sehen, also jeder Schritt, das soll mit diesen Vernetzungen zum Ausdruck gebracht werden, ist mit jedem anderen Schritt in gewisser Weise verbunden. Also das systemische Fallverstehen können wir nicht als ein lineares Vorgehen betrachten. Ich gehe linear von 1 zu 2 zu 3, dann zu 4 zu 5 zu 6, sondern es kann sein, dass ich hin und her gehen muss, weil sich Informationen ändern, weil ich neue Informationen bekommen habe, ja, weil irgendetwas inzwischen ganz anders ist als vorher. Also muss ich nochmal zurückgehen. Was soll dieses vernetzte Vorgehen bedeuten? Und deshalb ist es auch möglich, dass Sie tatsächlich diese Schritte auch parallel gehen. Deshalb einfach nochmal dieses Bild dazu. Okay, zum Ersten, zur Kontextualisierung. Was ist damit gemeint? Ich habe hier mal ein Zitat von Fritz Simon und Gunther Weber von 1987 schon gebracht. Die haben in Bezug auf Therapie gesagt, ich zitiere, unsere praktische Erfahrung legt uns nahe, dass jede Minute, die man zu Beginn einer Therapie darauf verwendet, ihren Kontext zu klären, später mindestens eine Stunde der Therapiezeit erspart, wenn nicht gar Tage, Monate oder Jahre. Also Kontextualisierungen sind ganz wichtig, um überhaupt einzusteigen in so eine, so systemische Betrachtungsweise. Wer jetzt behauptet, okay, das widerspricht ja dem, was ich vorher gesagt habe, das widerspricht ja der sozusagen Feststellung, dass wir hier nicht unbedingt linear vorgehen. Zum einen ja, zum anderen nein, denn natürlich jede Gruppe macht für sich auch immer eine kurze Kontextualisierung. Ja? Die ist letztlich immer erforderlich. Da geht es zunächst einmal darum, dass Sie sich anschauen, in welchen sozialen Systemen sind die Beteiligten sozusagen eingewoben, ja, und welche Regeln und Logiken gelten in diesen Beziehungen. Also in diesem Fall haben Sie es mit einer Familie zu tun, Sie haben es mit Eltern zu tun, ja, Sie haben es zu tun mit mit zwei Paarbeziehungen, Elternbeziehung, die Beziehung des Sohnes zu seiner Freundin, ja. Sie haben es zu tun mit dem Unternehmen, mit dem Hotel. Und die Frage ist, welche Regeln, welche Logiken gelten eigentlich dort? Was sind dort eigentlich die Prinzipien, die da gelten? Ja, was ist da sozusagen Ihre Position dazu? Was haben Sie dazu erfahren aus den bisherigen Äußerungen der Beteiligten? Wer sind die handelnden Akteure? In welchen Zusammenhängen stehen die handelnden Akteure miteinander? Einige von Ihnen kennen vielleicht das Genogramm. Ein Genogramm ist eine Form, wie man Familienbeziehungen visualisiert. Und das Dritte, was Sie machen sollen, sich mal überlegen, welche Erwartungen diese Personen aufeinander ausrichten, ihrer Einschätzung nach. Also unsere sozialen Beziehungen zueinander sind geprägt von Erwartungen, die wir aufeinander ausrichten. Ja? Dadurch werden unsere Beziehungen geprägt. Rollen, die wir einnehmen, sind mit Erwartungen kombiniert. Ich erwarte etwas von den anderen, die anderen erwarten was von mir und dadurch entstehen sozusagen die Beziehungen zu uns. Und wenn wir in unsere Rollen gehen, ja, dann funktionieren die Beziehungen. Sollten wir unsere Erwartungen, die wir aufeinander ausrichten, in irgendeiner Weise und aus welchen Gründen auch immer nicht erfüllen, kommt es zu Irritationen. Und offenbar ist es in dem Fall ja zu großen Irritationen gekommen,
Sonst wären die Leute nicht so verwirrt und würden nicht nach Unterstützung rufen. Also das zum Schritt Kontextualisierung. Der nächste Schritt, da geht es um Probleme und Ressourcen. Also Probleme sind nicht objektiv gegeben, sondern Probleme sind Betrachtungsweisen eines aktuellen Zustandes, der von den Beteiligten als zu verändernd bewertet wird. Also der Ist-Zustand, wie ich ihn erlebe, soll anders sein. Ich erlebe irgendein Leiden, ich möchte, dass es anders wird. Und in der Regel ist es so, dass die unterschiedlichen Beteiligten ganz unterschiedliche Perspektiven darauf haben. Ja? Also hier die Beteiligten, wenn man den Vater fragt, der wird andere Probleme benennen als den Sohn. Die Mutter wird andere Probleme benennen als vielleicht die Freundin. Problembeschreibungen sind relativ sozusagen, ja, zu denen, die sie anfertigen. Das ist die eine Perspektive. Die zweite Perspektive, Ressourcen. Ja, wenn wir mit Menschen arbeiten wollen, wenn wir Menschen unterstützen wollen, dann schaffen wir es bestenfalls an ihren Stärken, an ihren Potenzialen anzusetzen. Und dafür müssen wir uns erstmal fragen, was sind denn die Stärken, was sind denn die Potenziale, die die Menschen haben und uns darüber Gedanken machen. Die zentralen Fragen dazu sind zunächst einmal, wenn Sie auf die handelnden Akteure blicken, wer beschreibt eigentlich welche Probleme? Ja, und bewertet diese als problematisch. Ja, dass Sie sich erstmal fragen, aus wessen Perspektive ist eigentlich was ein Problem? Welche Problemperspektive nehmen Sie ein? Was sind aus Ihrer Sicht eigentlich die Probleme? Sie als außenstehende Beobachter, Beobachterinnen können natürlich nochmal ganz andere Probleme sehen. Während die Beteiligten zumeist in ihren eigenen Perspektiven gefangen sind, ist es ihnen möglich, von oben raufzuschauen und auch viel stärker Beziehungsprobleme in den Blick zu bringen. Und welche individuellen und sozialen Ressourcen sind aus Ihrer Sicht beobachtbar? Was sehen Sie dort für Eigenschaften, ja, für Erfahrungen, die als Stärken der beteiligten Akteure betrachtet werden können? Ja, und das können immer soziale Stärken sein, das sind sozusagen Beziehungsstrukturen, die förderlich sein können, oder eben individuelle Eigenschaften, Erfahrungen oder auch ganz besondere Potenziale, die die Menschen mitbringen, Qualifikationen, die die Leute haben. Ja? Das ist damit gemeint. Im nächsten Schritt Hypothesenbildung. Das habe ich schon gesagt, Hypothesen sind im Konjunktiv formulierte vielfältige Vermutungen über die kausalen Bedingungen beziehungsweise Hintergründe der Probleme. Es geht nicht darum, die richtigen Hypothesen anzustellen. Das funktioniert nicht. Ich sagte bereits, die Welt ist so komplex, die Welt eines Falles ist so komplex, dass Sie nicht die richtigen Hypothesen finden können, sondern es geht darum, eine Vielfalt von bestenfalls brauchbaren Hypothesen anzufertigen, auf der Basis natürlich der Informationen, die Sie haben. Ne, es geht nicht darum, irgendwas sich zu erspinnen oder so. Es geht darum, die Informationen, die da sind, zu nehmen und die in Zusammenhänge zu bringen. Ja? Und dafür im Konjunktiv Vermutungen anzustellen. Und dafür ist es zunächst einmal ganz hilfreich, sich mal zu fragen, was die Beteiligten denn selber wohl für Hypothesen haben. Was glaubt wohl der Vater, was die Gründe sind für diese Problemsituation? Was glaubt wohl der Sohn? Was glaubt die Mutter? Was glaubt die Freundin? Was glauben andere Beteiligte? Was könnten die Gründe sein für diese Problemsituation, die dort vorgefunden wird? Genau, dann geht es darum, dass Sie Ihre eigenen ganz unterschiedlichen Erklärungen mal zusammentragen. Und wie gesagt, da soll die Kreativität geöffnet werden. Ja? Welche unterschiedlichen Hypothesen erscheinen Ihnen plausibel? Und dafür kann man vier Kriterien zur Hilfe nehmen. Man kann sich fragen, könnte es sein, dass die Probleme etwas zu tun haben mit den inneren Landkarten, mit den Modellen und Annahmen der beteiligten Akteure? Könnte es sein, dass der Vater in einer bestimmten Weise denkt und sich ein Modell gebaut hat von der Situation? Und das ein Grund ist für die ganze Problemeskalation. Könnte es sein, dass der Sohn ausgehend von seinen Modellen, die er hat,
die Probleme teilweise vielleicht noch verstärkt, ja, durch die Art und Weise, wie er darüber denkt. Das wäre so dieser Aspekt innere Landkarte. Der zweite Fokus könnte sein, dass Sie sich mal fragen, gab es da vergangene oder aktuelle Ereignisse, die Gründe sein könnten für die aktuelle Problemeskalation? Drittens, welche Beziehungsmuster zeigen sich, die diese Problemeskalation bedingen könnten? Und viertens kann man auf die sozioökonomischen Bedingungen mal schauen, auf die ökonomischen Faktoren, die vielleicht eine Rolle spielen und das Ganze vielleicht nochmal eskalieren, stärker eskalieren lassen. Das wären mögliche Betrachtungsweisen, die Sie nutzen könnten, aber Sie können sich davon auch lösen. So eine Hypothesenbildung, sagte ich bereits, ist dann besonders kreativ, wenn Sie sich einfach mal anschauen, was sind da so für Informationen im Raume und wie kann ich die in einer Weise verknüpfen, sodass es Sinn macht. Ja? Letztlich ist das damit gemeint. Hypothesenbildung soll aber dann auch die weiteren Schritte anregen und der nächste Schritt ist die Frage, welche Ziele eigentlich attraktiv sind für die beteiligten Akteure und für Sie, wenn Sie dort als Beraterin, als Coach aktiv werden. Ja? Was soll erreicht werden? Ich gehe mal einen Schritt noch zurück. Was soll eigentlich erreicht werden? Was wollen die beteiligten Akteure voneinander? Wer will was, wann, wie, wo, mit wem, wozu erreichen? Ja? Und aus welchen Handlungen, die Sie beobachtet haben bisher, können Sie diese Ziele schließen? Also zunächst einmal geht es darum zu ergründen, was sind denn die Ziele der beteiligten Akteure überhaupt? Ja, das erstmal zu verstehen. Und jetzt ist es wichtig zu schauen, was soll am Ende eigentlich erreicht werden? Wenn Sie jetzt sich vorstellen, Sie sind da Beraterin, Coach, ja, dann ist es hilfreich, mal eine Vision zu erarbeiten. Eine Vision zu erarbeiten, die man so als vollendete Zukunft, ja, als eine Art Wunder vielleicht auch sich vorstellen kann. Das kann man mit den Beteiligten machen. Stellen Sie sich bitte einen Zielzustand vor. Wie sieht dieser konkret aus? Wie hat sich die Beziehung der beteiligten Akteure dann verändert? Wie ist Ihr Denken, Fühlen und Handeln dann? Welches Bild oder welche Metapher haben Sie für die Lösung, die am Ende eines erfolgreichen Beratungsprozesses steht? Ja, vielleicht haben Sie dafür ein Bild, eine Metapher, irgendeine Form, mit der das zum Ausdruck gebracht wird, wie am Ende eigentlich so ein Zielzustand aussehen kann. Ich stelle mir auch vor, es könnte auch ein Ritual sein, was am Ende dann gefeiert wird oder was am Ende zelebriert wird und damit ist so ein Zielzustand erreicht. Ja, und wie ist der erreichbar? Das wäre dann der nächste Schritt. Da geht es dann um die Handlungsplanung. Und bei der Handlungsplanung kann man sich immer so von drei Aspekten leiten lassen, die von zwei amerikanischen Systemikern, Inso Kimberg und Steve DeShazer, sehr pointiert benannt wurden. Repariere nicht, was nicht kaputt ist. Erstes Postulat, zweites Postulat. Wenn du weißt, was funktioniert, mach mehr davon. Drittes Postulat, wiederhole nicht, was nicht funktioniert. Mach etwas anderes. Zentrale Fragen dazu. Also wie würden Sie als Beraterin jetzt in dem Fall eigentlich vorgehen? Was würden Sie konkret wann, wie, wozu, mit wem tun? Was sollte aus Ihrer Sicht, wer sollte aus Ihrer Sicht was, wann, wie, wozu, mit wem tun? Was würden Sie empfehlen in Bezug auf die beteiligten Akteure? Und wie könnte das eigentlich angeregt werden? Ja, wenn Sie da eine bestimmte Idee haben, was die Akteure miteinander tun sollten, wie wollen Sie das als Berater, als Beraterin anregen? Und schließlich auch die Frage, was sollte auf jeden Fall und aus welchen Gründen vermieden werden? Ja, und zwar von Ihnen als Berater und von den beteiligten Akteuren. Also was wären No-Gos, darf auf gar keinen Fall geschehen? Ja, was sind die Grenzen? Was würde das Ganze vielleicht noch erst zum Eskalieren bringen? Manchmal stellen Berater auch die Frage an die Beteiligten, also was müsste ich tun, damit es sich noch verschlimmert?
Wie könnten Sie selber dazu beitragen, dass das Ganze sich hier noch verschlimmert? Ja, was müsste ich tun, damit Sie mich so schnell wie möglich rausschmeißen hier und ich meinen Auftrag als Berater los bin? Also solche Fragen kann man auch stellen und kriegt dann ganz gut in den Blick, was hier die Grenzen sind und was das Ganze eben ins weitere Eskalieren führen würde. Also diese 5 Schritte sind erstmal die zentralen Schritte. Den letzten Schritt, den können wir natürlich jetzt noch nicht tun, das ist der Evaluationsschritt, den kann man erst am Ende machen. Wenn wir arbeiten mit unseren Kundinnen, Klienten, dann geht es letztlich darum, dass wir sie so stärken, dass sie wieder in die Selbstaktivität kommen. Man kann das nennen Hilfe zur Selbsthilfe, man kann es auch Empowerment nennen. Also letztlich geht es uns darum, dass wir dann erfolgreich sind, wenn wir uns überflüssig gemacht haben, ja? Wenn die Leute wieder alleine klarkommen, ne? Und wir nicht mehr gebraucht werden. Und das wird am Ende dann über mindestens so diese beiden Evaluationskriterien bewertet. Effektivität meint das Verhältnis von Zielen und Ergebnissen. Wie zielwirksam ist das Ganze gewesen? Und Effizienz meint das Verhältnis von Aufwand und Nutzen. Das ist ganz interessant. Also wenn ich das jetzt so lese, man könnte, manchmal muss man die Kunden fragen, wie teuer muss ich eigentlich für sie sein, damit es für sie erfolgreich werden kann? Ja? Muss ich meinen Preis erhöhen, damit es schneller für sie erfolgreich wird, was sie hier tun? Ja? Also manchmal ist das eine Frage des Preises, den Erfolg und auch die Mitarbeit der Kundinnen, Klienten anzustacheln. Okay, soweit jetzt von mir. Erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.